Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Outlast, dem unrelevantesten Format auf meinem Kanal, was aber am meisten vertreten ist. Ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben, das Video zu schneiden, deswegen wäre es ganz nett, wenn ihr es bis so weiter gucken würdet. Vielen Dank, wir sind und gleich dieses Video. Warum bis dann? Wir fangen jetzt erst richtig an. So aus! Ich weiß gar nicht, wo der mich jetzt hier rausschmeißt. Ich bin gespannt. Warte mal, wir müssen jetzt irgendwie anders. Wir müssen an den Punkt. Die Leute wollen wissen, ab wann was ist hier. Ich weiß nicht, was meine Aufgabe ist gerade. Ich glaube, wir haben gerade eine kleine Szene geskippt. Aber die war nicht so relevant wahrscheinlich, hoffentlich. Also wir sind jetzt auf jeden Fall bei der Mine, wo wir hin wollten. Und da waren wir auch beim letzten Mal, deswegen passt das. Im Ernst jetzt? Ja, okay. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Sorry, Blake. Nee. Ich bin überfordert mit der Szene hier gerade. Was ist das hier? Ach du Scheiße. Mach dich raus hier. Blake, mal. Blake! Die Lage erblickt hat. Ich bin immer überrascht, Top Blake. Halt mal die Fresse. Naja, Leute. Jetzt wir haben tiefer als vorher. Warum speichert das Spiel jetzt? Ich war gerade noch was am Bringen. Lass mich. Unfair finde ich das. Ich wollte kurz was trinken und schon. Ihr müsst doch nicht gleich immer so eskalieren. Oder? Offensichtlich doch. Die müssen immer eskalieren. Egal, was du tust. Natürlich, was willst du da sonst machen? Ansonsten ist das Spiel ja nicht spannend. So. Ja, in Rennen sind wir ziemlich gut. Speedrun-Techniken. Renn, Blake, renn. Ich habe Vertrauen in dich. I see what you did there. Die Story ist mir ein bisschen zu kompliziert geworden. Ja, ne. Das ist jetzt nicht so gut, ne? Das ist gar nicht gut. In diesem Sinne. Fallen wir gerade? Ja. Ach du Scheiße. 800 Feet unter der Erde. Alter. Ah. Ei. Der Fahrstuhl ist da. Wieso ist der jetzt auf einmal so kaputt? Ach du Scheiße. Labern mich nicht voll. Mein Zettel ist mir kacke egal. Aber das heißt, wir sind wenigstens richtig. Die Experience in diesem Spiel ist der Hammer. Ah! Ich finde nicht so eine Scheiße jedes Mal. Und wehe, das ist nur für die Batterie und die geht's nicht weiter. Dann werde ich sauer. Das musst du erstmal sehen, ey. Immer diese kleinen verwobenen Gänge führen zum Ziel. Und was jetzt? Diese Höhlen sind ein einziges Labyrinth. Ich bin verwirrt, wie dieses verdammte Spiel funktioniert. Oh mein Gott, das muss man zitieren. So, schon wieder gesund. Glaub ich dir. Komm mich nicht ab, okay? Danke. Ich rall's nicht, wo muss ich hin? Es mag sein, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss, okay? Es kann sein, dass dies der Fall ist. Ich versuche, einen Pumpner zu kriegen, du. Ah! Kannst du mal aufhören, so zu lachen wie Unge? Das muss nicht sein. So, Gegenangriff. Juken. Hab gesagt, juken, du. Ach nee, die haben extra einen dahingestellt, damit du das nicht machen kannst. Weißt du, könntest du das werden? Ich esse mir jetzt mein Schinkenbrot. Sehr ungern, ne? Problem ist, der Pfosten kann nicht mehr rennen. Okay, wir benutzen noch mal den Schrank. Komm, das schaffen wir. Komm an! Ah!
Alles logisch. Wie krank ist die Scheiße eigentlich? Hallo! Das ist ein gutes Fernsehen. Well, kleiner Wichser. Das muss ich alles zensieren. Was ist hier? Dieses Spiel ist beschissen, Junge. Sag mir nicht, dass der sich anzündet. Bitte nicht. Sag mir mal so hässlich, Val. Achso, ich dachte rennen. Sag mir das doch. So eine Introduction wäre gut, wenn du mir einfach so sagen würdest, Achtung, wir schlachten dich jetzt gleich. Bitte renn jetzt weg. Einfach so eine kleine Ankündigung, damit ich wirklich Bescheid weiß. Muss mal ganz kurz ein bisschen mein Klebeband aufbrauchen. Oh, Kabel. Okay, da kann man nicht. Fuck, are they getting powerful? Ja, wahrscheinlich von so einem Drecksgenerator, den wir jetzt eben angeschaltet haben. Jetzt eben, das ist schon wieder ein halbes Jahr her. Ah! Well, du Wichser. Herr Jesus Christus Maria, wir haben es geschafft. Ich habe intentional den richtigen Weg genommen. Ich geh jetzt nochmal zurück und du musst zumindest nochmal sagen, dass ich nicht weiß. Echt, daran ist jetzt gescheitert, daran! Oh, ich krieg einen Anfall. Ich hätte die Scheiße wieder angemacht, ich ralle es nicht. Okay. Ah, nee! So, hier. Jetzt hier durch und jetzt aufpassen. Jetzt nicht verkacken, okay? Ganz einfach. Ich hau gleich irgendwas zusammen. Mal so ein letztes Mal, ansonsten schmeiß ich die Aufnahme für heute. Lass dir Zeit, wir haben Zeit. Keine Sorge, da läuft doch nicht gerade ein verrückter Irrer mit einer Machete hinter dir. Außerdem würde mich mal interessieren, wenn die Kamera aus ist. Diese Aufnahme ist der absolute Horror. Muss die ganze Scheiße hier nochmal machen. Da fragen sich die Leute, ey, warum kommt hier so wenig Videos? Nicht nur wegen Schneiden, auch wegen dieser Scheiße. Weil gehen wir aus der Sonne. Ah, es verfehlt, du kleiner Wichser. Du kleiner Wichser, du hast nicht das Zeug dazu, mich umzubringen. Ich hab nämlich einen Sprint-Wasser-Speedboat-Modus auf meinen Füßen drauf. Du kannst mich nicht so schnell einholen, du Sensoren. Komm, jetzt geh durch. Oh mein Gott! What did you do to her? Nichts. So! Und jetzt kriegen wir diese Dreckshäuser kaputt. Jetzt läuft's. Erfolg! Falls du es noch nicht wusstest, ich muss immer noch einen Verband finden. God doesn't love you, not like I do. Ach, well. Musst du mir das unbedingt antun? Okay, das war was mit meiner Schuld, dass es durchgebrochen ist. So, die Heldenhöhle. Ich bin nur noch verwirrt von diesem Spiel, wirklich, ganz ehrlich. Schweben einfach. Game Design. Ich bin heute einfach schwer vom Begriff, wo muss ich hin? Okay, ich blick's einfach nicht. Ich blick's nicht. Ach, kann ich bitte auch endlich mal einen Verband finden? Ist das eine Scheiße? Ich bin zu doof dafür. Okay, ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Ihr kennt mich, es ist normal bei mir. Das passiert manchmal. Ja, Problem ist jetzt, wo ist der letzte Speicher? Natürlich ganz unten. Wie immer, soll es anders sein. Ich kann mir nicht erklären, wie das anders sein sollte. Das ist immer noch mein Kanal. Wie dumm bist du eigentlich, Blake? Ich möchte gerade ehrlich gesagt gerne schreien. Oder sie ist geschnitten kriegt. Outdoors-Aufnahmen sind immer die beschissensten. Und die Videos sind danach auch nicht so perfekt. So. Bandage. Oh mein Gott. Das ist ja gespeichert. Das war die Kamera hier. Lynn! Blake! Blake, oh my God! Lynn! Please help me! Lynn, I'm here!
Das muss ich alles pixeln. Aha, I'm beating you. Get off me. You have to tell me. Off of me. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win. Such a pushover, Blake. Ah, Blake. Und guck, was du alles durchlebt hast. Wir müssen mal so analysieren, was hier im Angebot überhaupt gibt. Lass mich analysieren, was es im Angebot gibt. Latinas Mustard, Pure Reis und Ketchup von Best Choice. Stefans für Ketchup. Jamie Mayonnaise. Wieso sind wir hier in der Schulkantinenküche? Oh, ich kann mich an diesen scheiß Raum erinnern. Hier, da war ich schon mal. I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. So? I don't know. Nerd. Shut up. You are. Ich bin doch kein Nerd. She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. I know. Ich hoffe, das so zu drücken macht gar keinen Sinn. Ich muss mir mal bei Stylex so ein Gewicht für meine Wehtaste oder für meine Schniektaste. Catholic Schools. Was steht da? You think your parents are home yet? Pay for Academy Service. No, not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Das ist so awkward gerade. What don't you know, Jessica? Oh, sorry. What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermill. You stayed after school for journal? You were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Alter, das ist so komisch. Ich finde das so weird. Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God to let you know right from wrong. So Fresse muss ich als Wandel nehmen. What you want is very wrong. Go home and pray. Hey, I want you to stay. Blake, das ist so komisch, Alter. This is awkward enough. Ja, sag ich doch. I need you to leave us. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Jetzt müssen wir uns vor Augen halten, wir sind jetzt der junge Blake. Investigativ vorgehen. Was hab ich euch denn jetzt gedacht? Ich habe ja auch schon 30 Mal gesehen. Ist nur eine kleine Gemeinde. Die machen die schöne Dorfbewanderung mit mir zusammen. Die ich jetzt schon seit 2 Jahren mache. Alter, ruhig dich. Du willst mal nehmen, dass du da direkt wieder rauskommen. Einfach raus. Raus. Fuck! Lynn! Lynn! You're pregnant. Ach du Scheiße. How are you pregnant? I don't want to die here. I want a baby to die. I won't let them kill you. We're gonna get out of here. Lynn. Aha. In Richtung von die Sonne. Das war ein Blitzeinschlag. Ach du Scheiße, was ist das? Die Sonne. Down here, we have to get inside before the baby comes. It's too dangerous. You can't. We can't stay out here. Help me down. Be careful. Fuck. You okay? I'm coming down. I'm sorry. Ah. Das ist so räudig, Alter. Ja, das ganze Spiel ist so verdammt räudig. It's gonna be okay. Fuck, shit, come on!
Oh nee, die Kastrierungsbeauftragte aus dem letzten Video. Weg, 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 bevor die hier komplett wieder ausrastet. Agatha, hat mir da gezaubert. Agatha. Eine riesige Pickaxe, Junge, Alter. Sag mal, weißt du, wo es hier rausgeht? Ja, noch mal fragen. Oh mein Gott! Fuck you! And fuck your God! Kannst du bitte einmal hinhauen? Ich brauche ein Thumbnail. Alter! Wo? Immer schön in der Sonne, ne? Halt noch ein bisschen durch. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel gleich zu Ende ist. Ja, dann komm, beeilen wir uns. Wo ist die Kapule? Da fliegen die ganzen Kreuze. Alter, dieses Spiel ist absolut krank, Junge. Hier auf der Stretching-Bank, Junge. Ey, warte. Es sind so viele Pixel, aber ich sag dir, wie es ist. Ey, du machst mir nur mehr Arbeit. Ich werde ein Trauma von diesem Video davon tragen. Ich würde dazu nichts sagen. Das ist mir viel zu krank. Lynn said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama, the play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me. Or else. Or else what? I got you again. Was ist denn da noch hier? Ich hab hier ganz vergessen. Wieso hab ich das Paradies ermordet? God has gone silent. Is the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children, all of them, every yeah. last one. Warte mal. No more perfect faith than that. And still, God is silent. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Ihr habt das Gefühl, dieses Video wird meinen Kanal kaputt machen. Twitch Permaban, Junge. Aber Vaterlandhof ist jetzt auch nicht mehr existent. So, ist jetzt vorbei. Sprecheranlage, Alter. Was, Alter? Das ist so fucking komisch. What the fuck? Alle tot. Alter, ich hab grad wirklich Gänsehaut. Hat der hier so Zeug verteilt? Jetzt sind die alle hops gegangen oder was? Aber ich schieb trotzdem Hasskeks auf diesen Platz. Ich habe nämlich nicht herausgefunden, dass man da in das Haus rein musste. Und das Pathfinding bei diesem Spiel ist immer noch der übelste Dreck. Ich finde nämlich gerade schon wieder nicht weiter. Ach du Scheiße. What the? Ah, jemand hat sich mal wieder eingeschaltet. Alter, ist das mit narkotischer Musik? Es ist eine solche krasse Stimmung hier gerade. Alter, das ist mir vor nicht zu beschreiben. Don't worry, I'll never let you go. You never let me go. The light has gone away. Savior, listen while I pray. Begging thee to watch and keep. And send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away. All I've been wrong today. Help me every day to be gentle. Gentle, more like thee. Das war's jetzt. Alter, das ist gerade ein so komisches Stück zu fühlen. Endlich ein so lange, unabgeschlossenes Projekt endlich abzuschließen. Man kann das nicht in Worte fassen, was dieses Spiel ist. Also wirklich, dieses Spiel ist so unfassbar. In jeder Hinsicht. Die Qualität ist gut, das Sounddesign ist gut. Diese Story ist zwar ein bisschen verwirrend, aber würde man sich da einlesen, würde man es wahrscheinlich auch verstehen. Und seit wann mache ich die? Seit wann mache ich diesen Scheiß? Ich glaube, seit Ende 2020 mache ich diesen Scheiß. Mit Outlast. Das ist schon absurd, ey.
Ich bin froh, dass wir es das hier nicht hinter mir haben. Das reicht doch immer mit Outlast. Leute, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ganz gerne einen Daumen nach oben. Dafür den Algorithmus würde mich sehr freuen. Abonniert doch ganz gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und schaltet doch bei der nächsten Folge von Outlast. Es gibt kein Outlast mehr. Aber so viel zu Outlast wird hier auf diesem Kanal nicht mehr kommen. Das war's jetzt. Es ist traurig, aber auch irgendwie schön, dass es endlich vorbei ist mit Outlast 2. Endlich kann ich diesen beschissenen Ordner löschen von meinem PC. Endlich!